Das ist das 1000-Sterne-Hotel. Das ist das 5-Sterne-Hotel. Mit eigenem Helikopter-Landeplatz. Und das ist das 2-Sterne-Familienhotel am See von Brookhaven. Das ist das 2-Sterne-Motel bis runter zum 0-Sterne-Zelt mit einem Reg, Freunde. Mann, ey. Mein Ziel ist das 1000-Sterne-Hotel und darum lege ich mich jetzt hin zu schlafen. Gute Nacht. Das ist das 2-Sterne-Hotel. Schlimmer als letzte Nacht kann es ja wohl echt nicht mehr werden. Darum gehe ich jetzt hier rein. Hey, ich brauche ein Hotelzimmer. Herzlich willkommen im Brookhaven 2-Sterne-Hotel. Das einzige Zimmer, welches frei ist, ist leider sehr, sehr schlecht. Ich würde es nur nehmen, wenn du es wirklich brauchst. Ja, ich brauche es leider. Okay, hier sind 20 Euro. Hä? Warum kriege ich denn 20 Euro? Weil es eine Qual ist, in diesem Zimmer zu schlafen. Darum kriegst du Schmerzensgeld von mir. Ich muss vorher noch eben kurz was erledigen. Hey, Hans, jetzt bist du da raus. Jetzt musst du da rauskommen. Los! Aua! Hä, Leute, was war das denn? Das hat sich aber komisch angehört. War da vielleicht noch jemand aus in meinem Hotelzimmer, der rausgeprügelt werden musste? Das geht ja gar nicht. So, ich musste das Zimmer noch eben frisch machen. Du kannst da jetzt reingehen. Okay, dann gehe ich jetzt zu meinem Zimmer. Also, Zimmer 5 ist zu, Zimmer 4 ist zu, Zimmer 3. Was? Okay, ich gehe da rein. Ich gehe da rein. Das soll mein Zimmer sein? Leute, schaut euch mein Zimmer an. Das ist ja richtig, richtig abgeranzt. Oh mein Gott, ey, wenn ich mich hier ins Bett lege, kriege ich 10 Millionen Krankheiten. Dafür hast du ja auch die 20 Euro bekommen. Ja, das stimmt auch wieder. Na gut, dann ich muss jetzt erstmal auf Toilette gehen. Halt, das Badezimmer ist Sperrzone. Aber ich muss scheißen. Was ist das denn? Hier ist ein Absperrband von der Polizei. Und da ist ein Skelett. Ist das ein echtes Skelett? Ich hab doch gesagt, dass du da nicht reingehen sollst. Ja, das ist ein echtes Skelett. Wir warten noch auf die Polizei. Die muss den Fall noch vernünftig untersuchen. In der Zeit kannst du nicht aufs Klo gehen. Okay, na gut, Mann, ey. Gibt es denn wenigstens einen Room-Service? Ich hab voll Kohldampf. Ja, den gibt's. Warte, ich hol dir mal eben was zu essen. Oh, okay, also das ist jetzt mein Hotelzimmer für diese Nacht. Naja, es wird ja wenigstens noch besser. Ich bin wieder da, hier. Ich hab dein Essen dabei. Wie sieht das denn aus? Hast du das aus der Mülltonne gefischt oder was? Ja, woher weißt du das? Ich hab das extra für dich aus dem Müll gefischt. Nee, Digi, also das Essen, das kannst du dir selber hinter die Binsen kippen. Das ist ja mal richtig ekelig. Hier, bitte. Mmh, lecker Schmecker. Bleib mir Essen für mich über. Danke. Bah, ey, ich will dieses Hotel schnell loswerden. Darum lege ich mich jetzt einfach ins Bett und schlaf eine Runde. Miam, 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 miam. Guten Morgen, Leute. Jetzt geht's endlich zum 5-Sterne-Hotel. Genau dafür bin ich hier, Amok. Ich bin heute dein Taxi. Steig bitte ein, denn ich bringe dich nun zum 5-Sterne-Hotel. Viel Spaß. Ich wünsche eine angenehme und wunderschöne Fahrt. Leute, das fängt doch schon mal direkt richtig gut an. Ich werde einfach mit dem Shuttle-Service von dem Hotel abgeholt. Das kann einfach nur gut sein. So, und wir sind auch schon da. Ich wünsche dir einen angenehmen Aufenthalt. Dankeschön, ey. Das werde ich haben. Das ist ja richtig schön hier. Also hier ist also das Hotel. Das sieht ja mal mega aus. Und was ist das denn? Hier ist ein Grabstein. Hier ist ein Grabstein. Und hier ist ein Grabstein. Gibt es denn nirgendwo wieder vernünftige Hotels? Oh Mann, ey. Naja, es sieht von außen zumindest besser aus als das 0-Sterne- und das 2-Sterne-Hotel. Dann gehe ich jetzt mal hier rein in das 3-Sterne-Hotel. Genau, das ist ja nur das 3-Sterne-Hotel, Leute. Das 5-Sterne-Hotel kommt ja doch. Das ist das 3-Sterne-Hotel. Moin, Meister.
Herr Jaborg, ja, wir sind nun das Drei-Sterne-Hotel. Herzlich willkommen bei uns im Drei-Sterne-Hotel. Dein Zimmer ist oben rechts. Ja, okay, danke. Dann gehe ich jetzt erstmal nach oben hier. So, das erste Stockwerk und das zweite Stockwerk. Und zack, jetzt bin ich oben. Also, dass wir hier einen Fahrstuhl haben, das finde ich ja schon mega super duper klasse. So, oben rechts ist es der royale Raum. Da muss ich reingehen. Der sieht ja echt fresh aus. Der sieht ja schon gar nicht so schlecht aus. Hier in diesem Hotel habe ich einen vernünftigen Flur. Es ist alles sauber. Hier haben wir so einen kleinen Aufenthaltsraum. Das finde ich cool. Dann kann man hier lang. Hier gibt es ein paar Bücher zum Lesen, ein paar Bilder, eine Sitzecke. Hier ist ein schönes, großes Bett. Alles sauber. Und hier hinten haben wir sogar mein eigenes Badezimmer mit Badewanne und Dusche. Das ist doch einfach nur unglaublich. Ich habe hier einen schönen Ausblick, da habe ich einen schönen Ausblick. Und Freunde, hier unten, da war das billige Hotel, wo ich die letzte Nacht war. Oh mein Gott. Und hier müsste ich vielleicht schon so einen kleinen Blick. Jo, da ist der See. Das Hotel liegt nämlich direkt am See. Das ist einfach nur wunderschön. Aber ich habe auch schon wieder ein bisschen Kohldampf. Und darum gehe ich jetzt hier 2 Stockwerke nach unten. Hey, wann gibt es denn was zu essen? Das Essen ist in circa 30 Minuten fertig. Okay, danke. Dann gehe ich so lange noch schwimmen und Arschbombe. Yay. Dieses Hotel hat einfach einen Pool in der Hotellobby. Leute, wie krass ist das einfach. Das ist ja mal mega mäßig super duper cool. Oh, das macht ja richtig Spaß hier. Ich kann es kaum erwarten, bis das Essen fertig ist. Aborg, da habe ich wunderbare Nachrichten für dich. Das Essen ist fertig. Oh mein Gott, ja, ich habe schon richtig Kohldampf. Da setze ich mich jetzt hier an meinen Tisch hin. Und da vorne ist anscheinend der Koch. Okay, was macht der jetzt? Der nimmt sich jetzt so einen Wagen und jetzt kommt er zu mir her. Hey, na, du bist ja hier ein Gast. Ich habe dir was richtig Leckeres zu essen gekocht. Ich hoffe, dir schmeckt's. Ich lasse das hier mal stehen. Lass es dir schmecken. Oh mein Gott, Leute. Das sieht ja mal mega lecker aus. Schaut euch das an. Das esse ich jetzt. Das kommt jetzt in meinen Mund rein. Lecker Schmecker. Es ist schon spät. Ich habe super gut gegessen. Der Tag hier war wunderschön. Ich glaube, dass es langsam echt an der Zeit ist, dass ich jetzt ins Bett gehe. Oh, das ist hier richtig schön in diesem Hotel. Naja, mein Zimmer war ja hier oben. Dann gehe ich jetzt mal hier rein, hier weiter nach oben. Und hier ist ja mein Raum. Raum 15 war ja mein Zimmer. Hier gehe ich jetzt hin, lege mich ins Bett. Und ich wünsche euch allen eine wunderschöne gute Nacht. Njam, 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 njam. Das war ein richtig toller Aufenthalt hier in diesem Hotel. Aber nun kommt das krasseste Hotel aller Zeiten, das 5-Sterne-Hotel. Und was sehe ich hier? Messi und Ronaldo? Messi und Ronaldo, was macht ihr denn hier? Das 5-Sterne-Hotel hat uns geschickt. Los, steig ein, wir sind dein Shuttle-Service. Wir fahren dich zum Hotel. Leute, wie heftig ist das? Messi und Ronaldo? Oh mein Gott, dann gib Gas, Messi. Los, du bist Weltmeister. Leg los hier. Auf zum neuen Luxushotel. Also Leute, wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. So, aber wir sind jetzt auch da hier im krassen Hotel. Und jetzt sind wir da im krassen Hotel. Schau dir das Meisterwerk an hier. Alter, oh mein Gott, Leute, habt ihr das gesehen? Die ganze Garage ist voll mit Sportwagen. Darf ich die auch alle fahren? Na klar darfst du die fahren. Das sind die Autos von mir und Ronaldo. Oh mein Gott, Messi, das ist einfach nur richtig, richtig, richtig heftig. Ich führe dich jetzt ein bisschen durch das Haus durch. Komm mit. Oh mein Gott, Leute, hier ist einfach ein großes Wohnzimmer. Das sieht richtig heftig aus. Dann haben wir hier noch eine Ecke von einem Wohnzimmer. Wir haben hier eine riesen offene Küche. Richtig cool. Dann geht das hier oben noch nach oben. Und da hinten ist noch ein Raum. Ich gehe jetzt erstmal hier nach oben. Hier ist noch etwas. Hier ist ein eigenes Fitnesscenter.
Richtig cool, hier kann man auch Bücher lesen, hier ist noch ein Büro. Richtig heftig, ich bin gespannt, was hier auf dieser Seite ist. Und hier rechts ist nochmal ein Badezimmer. Hier ist nochmal ein großes Zimmer, hier ist nochmal ein Zimmer zum Schlafen. Und hier kann man sogar nach draußen gehen, auf eine andere Terrasse. Und da vorne, Alter, ich muss sofort nach unten gehen und mir das nochmal genauer angucken. Schnell, 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 schnell nach unten. Und da ist auch wieder Messi. Hey, Messi. Aber ich habe auf dich gewartet. Wo warst du, ey? Komm mal mit nach draußen. Ich will dir was Cooles zeigen. Ja, Mann, Messi, ich komme. Hier ist erstmal ein riesen Pool und ein Disney-Helikopter. Wie cool ist das denn, Messi? Alter, und hier ist sogar eine Putzfrau. Oh mein Gott, wie viele Bedienstete habt ihr denn hier? Das ganze Hotel ist voll mit Angestellten. Ist das nicht cool? Und das hier ist einfach ein mega super duper Luxushelikopter, den wir hier haben. Damit können wir später noch eine Spritztour machen, wenn du willst. Messi lädt mich auf eine Spritztour mit dem Helikopter ein. Junge, da sage ich doch direkt mal ja. Das können wir gleich machen. Okay, aber jetzt muss ich erstmal wissen, was du essen möchtest. Ganz ehrlich, ich hab Bock auf Burger und Pommes. Das ist überhaupt kein Problem, aber das kriegen wir geregelt. Oh mein Gott, ey, das ist einfach so super cool hier in diesem Luxushotel. Leute, schaut euch das einfach mal an. Das ist das Hotel von Messi und Ronaldo. Und ich bin hier der einzige Gast und Messi und Ronaldo machen alles für mich. Wenn das nicht krass ist, dann weiß ich auch nicht. Aber dein Essen ist fertig. Komm her. Ja, Messi, ich komme. Hier ist mein Essen. Alter, übertreib. Wer soll das alles essen, Messi? Keine Ahnung, Mann, aber lass es dir schmecken. Ey, Messi, du bist echt der Beste. Danke, dass ich das essen darf. Vielen Dank. Das Essen war ultra lecker. Aber jetzt nehme ich natürlich gerne das Angebot von Messi und Ronaldo an. Gehe hier nach unten und hier ist ihre Garage, Leute. Welches Auto nehme ich? 1, 2, 3 oder 4, Leute? Treue Abonnenten wissen das natürlich, dass ich ein Fan von Ferrari bin. Und deswegen nehme ich den roten Ferrari und die Garage ist zu, ey. Was ist da los? Garagentor, fahr mal auf hier. Let's go! Ich mache eine Spritztour durch Brookhaven. Alter, mit einem Ferrari. Das Hotel ist einfach nur mega mäßig, Freunde. Hier ist eine Eisdiele. Lecker, schwecker. Da gönne ich mir doch mal ein leckeres Kaugummi-Eis. Und jetzt geht's weiter mit meinem Ferrari. Das macht richtig Bock, Freunde. Das macht richtig Bock, damit rumzuheizen. Yay! Aber ich bin auch schon wieder beim Hotel angekommen. Das ist einfach nur mega mäßig, Freunde. So, jetzt nehme ich den Ferrari hier noch und park hier nochmal rückwärts ein, Freunde. Let's go. Was war das bitte für eine Ehre? Das war ja mal ultra mega cool. Also schnell wieder nach oben. Das ist Messi. Hey, Amok, ich habe auf dich gewartet. Wir wollten doch noch eine Spritztour machen. Komm los. Leute, ich kann mein Glück kaum fassen. Ich fliege jetzt einfach mit Messi zusammen Helikopter. Das kann ich echt einfach nicht fassen. Oh mein Gott, Messi, wie cool ist das einfach? Wie cool ist dieses Hotel einfach? Das ist einfach nur atemberaubend. Super cool. Amok, du bist auch eine coole Socke und da machen wir jetzt einen Rundflug über Brookhaven. Wie cool ist das einfach, Amok? So cool wie du. Oh mein Gott, macht das Spaß hier. Messi, Junge, das macht richtig Spaß. Das macht richtig übertrieben viel Spaß. Ja, Mann, und das ist das super tolle Mega-Hotel. Ich hoffe, dir gefällt's. Ja, Messi, das gefällt mir. Super, hier ist der Hotel-Helikopter-Landeplatz. Da landen wir jetzt und ich hoffe, dir hat's Spaß gemacht. Danke, Messi, mir hat's richtig Spaß gemacht. Es ist aber schon dunkel draußen. Das heißt, geh mal auf hier. Ich muss mal wieder ins Bett hier. Ich weiß gar nicht, welches mein Zimmer ist, aber das sieht schön aus. Dann nehme ich das einfach mal, leg mich hier hin und schlaf eine Runde. Mann, Leute, was war das für eine Reise? Jetzt bin ich hier bei dem 1000-Sterne-Hotel und ich komme rein. Hey, Lilly. Hey, mein Schatz, ich hab dich vermisst. Na, Lilly, ich hab dich auch vermisst. Ich finde das schade, dass du mit deinem Job als Hoteltester immer unterwegs bist. Ja, Lilly, das ist manchmal echt schade. Ich bin froh, dass ich wieder zu Hause bin. Ja, und jetzt kannst du auch gleich anpacken. Bitte bring mal den Müll raus. Okay, Lilly, mache ich.
So, hier ist die Mülltonne. Dann nehme ich mal den Müllsack raus. Oh, das ist der ganze Biomüll. Der stinkt aber ja mal mega heftig. Na gut, ich bringe ihn jetzt erstmal raus, Leute. Und wisst ihr, was das hier für ein Hotel ist? Das ist das 1000-Sterne-Hotel. Hier muss ich zwar selber den Biomüll rausbringen, aber hier wohne ich mit meiner Familie. Das ist nämlich mein normales, stinknormales Zuhause. Nämlich da, wo du auch gerade sitzt. Und Leute, das ist doch besser als jedes Hotel. Und darum ist das 1000-Sterne-Hotel, Leute. Wenn dir das Video gefallen hat, lass auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Schau dir auch das Video auf der rechten Seite an. Wir sehen uns dort sofort wieder. Bis gleich und ciao.